Hallo allerseits, ich bin Mori. Von 23. bis 27. November findet die zweite Global Digital Trade Expo in der südostchinesischen Stadt Hangzhou statt. Viele weltweit führende Unternehmen des digitalen Handels haben an dieser Expo teilgenommen. Unter dem Motto Digitaler Handel, globaler Zugang fand die zweite GDTA in Hangzhou, der Provinzhauptstadt von Zhejiang, statt. Sie hat 68 internationale Organisationen und Wirtschaftsverbände sowie über 800 Unternehmen angezogen. Es ist die einzige Messe Chinas, die sich dem Thema digitaler Handel widmet. Auf der Expo glänzte eine Reihe von Produkten, die von Spitzentechnologien wie einer bionischen Hand, einem 5G-Smartphone, einem Outdoor-Bedienroboter und einem selbstspielenden Klavier repräsentiert werden. Neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien vorstellen, Kooperationsabsichten mit chinesischen Partnern diskutieren und Ideen in Foren äußern. Auf der zweiten globalen digitalen Handelsmesse haben ausländische Partner und Botschafter die zunehmenden Chancen auf dem chinesischen Markt geprüft. Somit ist China der wichtigste Handelspartner Österreichs im asiatischen Bereich. Österreichische Unternehmen haben eine hohe Erwartung an die Zusammenarbeit mit China, da der chinesische Markt weiterhin ausgezeichnete Expansionsmöglichkeiten bietet. Hier besteht ein unglaublich große Möglichkeit der noch engeren und vertieften Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass wir diese auch in den nächsten Jahren sehen werden. Wie ich auch heute beim Roundtable gesagt habe, nur gemeinsam können wir für unsere Kinder eine sichere, saubere und gesunde Zukunft gestalten. Als eine boomende neue Handelsform mit großem Entwicklungspotenzial birgt der digitale Handel auch Risiken und Herausforderungen. Die Regeln, Vorschriften, das Management und die Standards in diesem Bereich müssen kontinuierlich praxisorientiert weiterentwickelt werden. Das verlangt die Zusammenarbeit der ganzen Welt, um darüber zu diskutieren und die Entwicklung voranzutreiben. Aus diesem Grund wurden am Rande der Messe auch Fachforen eingerichtet, die sich auf Themen wie Rechtsstaatlichkeit im digitalen Handel und digital unterstützte grüne Entwicklung konzentrierten. Experten, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter aus verschiedenen Ländern wurden zum Meinungsaustausch eingeladen. Ich habe heute hier bei dieser Konferenz zum ersten Mal gehört, dass es in Hangzhou einen eigenen Gerichtshof gibt, ein eigenes Gericht für die digitale Ökonomie, für die Digitalwirtschaft. Das finde ich sehr beeindruckend, das ist ja sehr fortschrittlich, dass man also spezialisierte Gerichte für diese Fragen einrichtet. Also ich glaube, dass China an der vordersten Front ist derjenigen Staaten, die eine Internationalisierung wünschen des digitalen Handels, so verstehe ich es zumindest. Und dass China offenbar auch bereit ist, dafür in Verhandlungen einzutreten und auch den eigenen Markt zu öffnen. Das finde ich extrem positiv. Auch sehr, sehr fortschrittlich. Angaben des Handelsministeriums der Provinz Zhejiang zufolge wurden auf der diesjährigen Messe Verträge für 32 Projekte mit einem Gesamtwert von über 155,8 Milliarden Yuan-Renminbi, etwa 21,89 Milliarden US-Dollar, von führenden Unternehmen der Branche abgeschlossen. Die dritte GDTA wird vom 25. bis 29. September 2024 stattfinden.